gestern viel Persönliches auch von dir erzählt und ich habe das schon einige Male bei Seminaren oder Vorträgen von dir gehört, dass du wirklich dein Innerstes nach außen kehrst. Warum machst du das? Weil mir das wichtig ist, die Art und Weise, wie wir Unternehmer sind, dass dann die Persönlichkeit zum Ausdruck kommt, dass das Ganze authentisch ist, auch wenn ich mit dem Wort manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil man muss sich auch verändern und manchmal über seine Potenziale rausgehen und es fühlt sich erstmal nicht authentisch an. Aber trotzdem, ich glaube, diese Ängste, diese Träume, diese Emotionen, die dahinter sind, die zu zeigen, das ist wichtig für das Unternehmersein und damit erreicht man auch die Menschen, weil mit einem Businessplan erreicht man keine Menschen. Ein Buchhalter führt niemand in den Krieg. Ja, du sagtest gerade Ängste. Und hast auch gestern nochmal davon gesprochen, welche Ängste haben dich denn so letztes Jahr bewegt, als du ja eigentlich schon ganz viel erreicht hattest und auch jetzt sagen können, auch prima, da kann ich jetzt super von leben. Welche Ängste, mit welchen Ängsten hattest du da zu tun? Naja, ich glaube, einer der wichtigsten Ängste war, ich habe diese große Idee gehabt und ich hatte keine Ahnung, wie soll ich die mit meinem vergleichsweise kleinen Unternehmen, also ich meine, klar, es ist viel größer als Unternehmen von anderen Coaches, aber um so ein richtig großes Projekt zu stemmen, ist es vergleichsweise klein und um so einen Menschen wie Richard Branson zu holen, ist es erst recht klein. Und dann mit dem Selbstwert, kann ich das, wie kann ich das, damit umzugehen, das hat mich viel Zeit gekostet, aber ich glaube, das geht allen letzten Endes immer wieder so. Man hat eine Idee, dann traut man sich nicht, das heißt, eine Vision wird eigentlich nie geradlinig verwirklicht, sondern um Kurven und um Ecken und das macht ja das Unternehmersein auch so spannend. Du sagtest gerade Selbstwert und das war gestern auch ein Stichwort, habe ich glaube ich 5, 6 Mal gehört. Inwiefern hängt der Erfolg eines Unternehmens und auch die Erreichung der Unternehmensziele mit dem Selbstwert des Unternehmers zusammen? Na, ich würde sagen zu 100%, das ist aber zu viel, zu 98%. Weil ich meine, die Ideen, die liegen auf der Straße. Die Frage ist, traut man sich's zu? Und ob man sich's zutraut, und dann ins Handeln kommt und trotzdem was tut, auch wenn die Leute außenrum sagen, du bist viel zu klein. Das hängt mit dem Selbstwert ab, dann zu sagen, hey, ich mach's trotzdem. Das kann schief gehen, aber ich mach's, weil ich es geil finde. Selbstwert, 98% oder 100. Und was war der Moment, wo du in dir selbst das gefunden hast? Kannst du dich, also ich vermute, es gab einen bestimmten Moment, wo dir plötzlich klar war, ich muss das machen. Na, dass ich das machen muss, das war eigentlich schon klar, als ich gesehen habe, okay, ich habe diese Unternehmerstars-Seminare gemacht und habe ich damit die Kultur in Deutschland verändert und die Antwort war nein. Und dann lag diese Idee, ich habe sie ja im Buch beschrieben, mach ein Event irgendwie mit Steve Jobs oder Richard Branson, die lag seit einem Jahr im Markt, alle sind so dran vorbeigelaufen und meine Kunden sind zu mir gekommen und sagten, hey, ich fände es so geil, wenn du das machen würdest. Und dann war es klar, ich muss es machen. Und dann kam diese Angstphase und die hat mich eine ganze Menge Zeit gekostet, aber ich glaube, dass diese Zeit auch notwendig ist, um die Entwicklungsschritte, die man in der Zeit auch macht, die sind wichtig. Ja. Gibt es da ein Muster, wie man diese Angst überwindet? Ich glaube, wir Unternehmer haben immer so Angstphasen, wo wir wirklich merken, wir kämpfen jetzt mit dem nächsten Schritt. Wie nehmen wir die Hürde? Das sind, glaube ich, unterschiedliche Angstphasen. Also es gibt eine Angstphase, zum Beispiel eine materielle Angstphase. Da hat mir sehr geholfen, damals, als mein Coach mir gesagt hat, hey, spende Geld. Ich meine, ich hatte 6-stellig Schulden und dann sagt er mir, spende Geld, fand ich ziemlich abgedreht. Aber dadurch, dass ich Geld gespendet habe, habe ich mir selbst die Botschaft gesendet, ich habe noch Geld zu spenden. 2/3 der Menschheit haben dieses Geld nicht. Und damit gehöre ich noch immer zu dem reicheren Drittel. Auch wenn es mir gerade scheiße geht finanziell. Und durch diese Botschaft bin ich dann auch über die Angst hinweggekommen, auf der finanziellen Ebene. Das ist eine Form der Angst. Dann jetzt zwischendurch gab es eine andere Form der Angst. Ich habe dann mittlerweile eine gewisse Bekanntheit. Das ist dann eher eine soziale Angst. Kommt das, was ich mache, bei meinen Kunden gut an oder kommt er nicht gut an? Das ist eine andere Form der Angst. Da geht man auf eine andere Art und Weise mit um. Und dann nochmal eine andere Form ist halt jetzt mit diesem großen Projekt, klappt es oder klappt es nicht? Ich meine, mit meinem Unternehmen, so wie es läuft, ich habe die letzten 5, 6 Jahre jedes Jahr 20-100% Wachstum, ohne mich wirklich anzustrengen. Der größte Teil der strategischen Arbeit lief vorher, das kam einfach so. Das war fast schon ein bisschen langweilig. Von daher brauchte ich auch was Neues.
Und was ich jetzt noch nicht gehört habe, in keinem unserer persönlichen Gespräche, auch gestern hast du es nicht erzählt, aber mich interessiert, wie war dieser eine Moment, als du das Ja bekommen hast von Richard Branson? Erzähl einfach mal von diesem Moment. Als ich das Ja bekommen habe, der erste Moment war, ich muss mich erstmal setzen, tief durchatmen. Das hat ein paar Sekunden gedauert. Und dann sprang so ein jubelnder Gummiball im Büro auf und ab. Und das war einfach nur cool. Und so eine halbe Stunde, Stunde später setzte ein, oh Scheiße, jetzt hast du ja was an die Backe gebunden. Wie sollst du das verdammt nochmal machen? Weil was ganz, also was wichtig ist zu wissen, es gab keinen Plan, es gab eine Idee irgendwie, wir brauchen ihn. Und von dort aus ergibt sich alles Weitere. Und seither stand ich jetzt die letzten 4 Monate eigentlich schon ein klein wenig unter Strom. Aber es ist eine Menge passiert. Jetzt haben wir eine Location, wir haben viele Leute, die unterstützen, wir haben die Finanzierung klar gemacht und so weiter. Es ist immens viel passiert. Aber dieser erste Moment, es war ein Wechselbad der Gefühle von irgendwie boah, runter, dann jubeln und dann, hey Scheiße, wie geht's jetzt? Also sehr schnell hintereinander und natürlich emotional sehr stark, ja. Aber ist es nicht eigentlich immer so, wenn man dann die Angsthürde genommen hat und es wirklich geschafft hat, dann kommt direkt das Nächste? Klar. Ja, ist aber auch. Das gehört aber auch zum Unternehmersein zu. Ich meine, wenn ich irgendwie ein gleichmäßiges Gefühl als das Traumziel irgendwie meines Lebens ansehe, dann gehe ich ins Kadasteramt oder mache sonst irgendwas, aber nicht Unternehmer. Ja, ganz genau. Du hast gesagt, wir sollen daran arbeiten, Freiheitskämpfer für eine bessere Welt zu sein. So heißt es ja auch in unserem Filmchen. Ja. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen für Unternehmer? Überhaupt nicht. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die etablierten Strukturen, Politik, Großunternehmen und was es alles gibt, ganz offensichtlich nicht in der Lage sind, die Probleme, vor der die Welt gerade steht, wir haben es gerade beim Professor Faltin gehört, ökologische Probleme, soziale Probleme, ökonomische Probleme, Bildungsprobleme, Alter, Gesundheit. Es gibt 1000 Problemfelder und die sind nicht in der Lage, das zu lösen. Und ich glaube, dass kleine, schnelle Einheiten, die flexibel agieren können, Kleinunternehmen, in der Lage sind, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für zu leisten. Ich glaube, dass sogar die den größten Teil des Beitrags leisten müssen, weil die anderen es nicht können. Und um diesen Beitrag leisten zu können, brauchen die Unternehmer das entsprechende Mindset und das entsprechende Selbstbewusstsein, um das auch zu machen und nach außen zu transportieren. Damit wir dieses Bild ablösen, irgendwie von dem Geldsack mit der Zigarre in den Schulbüchern, ich finde es so zum Kotzen irgendwie, weil ich kenne keinen Unternehmer, der diesem Geldsackbild entspricht. Die meisten wollen irgendwas Gutes tun. Und wenn wir selbst uns als diese Menschen sehen, dann sind wir auch in der Lage, voller Energie nach vorne zu gehen. Und das ist mein Ziel. Also sagst du ja im Grunde, Unternehmer müssen das schaffen, wo die Politik versagt, oder? Absolut. Wie schaffen wir das? Indem viele, viele kleine Unternehmen was aufbauen. Ich meine, es gibt Unternehmen, die anfangen, sich zu überlegen, wie können wir in unserem kleinen Bereich was ökologischer machen. Ein bekanntes, namhaftes Unternehmen, Patagonia, kennen ja manche, der Gründer, der sagt, okay, die Mitarbeiter, die dürfen surfen gehen während der Arbeitszeit. Der sagt, damit kommt eine ganz andere Art der Arbeitsform, die dadurch entsteht, eine ganz andere Form der Kollegialität. Der sich überlegt bei jedem einzelnen Produktionsschritt, was daran können wir ökologischer machen und das umsetzt. Und der sich dann sagt, okay, wir haben jetzt in unserem Unternehmen was gemacht, das macht das Ganze ein bisschen ökologischer, aber noch nicht richtig. Und der dann so eine Initiative gestartet hat, 1% for the Planet, wo dann Unternehmen mitmachen können, die kriegen dann so einen Button und 1% ihrer Umsätze wird dann eben gestiftet für irgendwelche Umwelt-, Ökologie-Projekte, Initiativen, damit auch die von der anderen Seite sozusagen auch das nach vorne bringen. Weil ich meine, es wäre vermessen anzunehmen, dass man sagt, Unternehmen können alles reißen. Nee, in einer Kooperation mit irgendwelchen ökologischen Initiativen und so weiter, in der Kooperation können wir was reißen. Aber bis eine Politik eine Entscheidung trifft, ich meine, gucken wir uns an, irgendwie die ökologische Wende, ich meine, das völlig unabhängig von der Partei, das ist ein Geschwafel, es passiert nichts, wenn dann 2 Schritte vor und 1,9 Schritte zurück und das auf eine Sicht von 10 Jahren, bis die sich irgendwann mal entschieden haben, haben wir 5 bis 10 Grad mehr Temperatur irgendwie weltweit, dann ist das Spiel vorbei.
Das heißt, es muss schneller gehen und da sehe ich die Kleinen dann Pflicht. Aber wenn jetzt so ein Kleiner, sage ich mal, im Hamsterrad steckt und selber Probleme hat, vielleicht auch finanzielle Probleme hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, immer, ich stecke 100.000 in den Miesen, geh mir weg mit Weltretterei. Natürlich, ich meine, das ist sozusagen die Stadtsituation. Ich meine, das sind verschiedene Schritte, wo ich auch Angebote schaffe. Das gibt mein Buch, das erste, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da geht es noch nicht wirklich um Weltrettereien, sondern da geht es darum, wie komme ich erstmal aus dem Hamsterrad raus. Und diese Schritte sind notwendig. Weil wenn ich in diesem Hamsterrad drehe, dann kann zwar diese Weltretterei ein Motiv sein, tatsächlich zu sagen, okay, ich muss jetzt was ändern. Aber erstmal muss ich mich darum kümmern, dass das Unternehmen funktioniert, dass die Kunden glücklich sind und so weiter. Das heißt, das Buch ist für mich ein erster Schritt. Das nächste Buch ging dann schon eher in Richtung Weltretterei. Die Kunst, seine Kunden zu lieben, ist der nächste Schritt. Und jetzt, was wir jetzt machen mit dem Event, ist noch ein neues Angebot. Das heißt, es baut in gewisser Weise auch drauf auf. Und ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt, ich sag mal, 100 Stunden pro Woche arbeitet, und da gibt es viele von, dass der gleich sozusagen in der letzten Stufe einsteigt, die gibt es auch, aber das ist die Ausnahme. Also von daher, wir brauchen eine ganze Palette, um die Menschen mitzunehmen. Ja, also Treppenstufen überspringen ist dann doch immer anstrengend. Ja, es passiert, aber ist die Ausnahme, ja, glaube ich. Ja. Woodstock für Unternehmer. Ja. Gestern gab es ja großes Hallo und große Begeisterung bei dem Untertitel von Night the Fire, Woodstock für Unternehmer. Wird es wirklich so wild? Also erzähl mal, was uns da erwartet. Also ich will ein hochgradig emotionales Event. Das gibt eine ganze Reihe emotionaler Events, aber ich will ein Event schaffen, das wirklich ein Leuchtfeuer in der Geschichte ist, wo die Leute auch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren noch sagen, das war wirklich der Startschuss, wo sich was geändert hat. Wir werden uns eine Menge einfallen lassen, damit es so hochgradig emotional ist. Aber natürlich sind wir darauf angewiesen, dass alle, die hinkommen, auch mit dem entsprechenden Spirit hinkommen und was Eigenes zu beitragen, damit es ein verrücktes Event wird. Wir haben jetzt natürlich Leute dabei wie den Richard Branson oder den Titus Dittmann, die per se schon ziemlich verrückt sind und vielleicht von dieser Verrücktheit strahlt dann was auf die Leute ab. Aber natürlich hängt es von den Menschen ab, die kommen und den Spirit, und den werden wir die nächsten 11 Monate auch schaffen. Das heißt, die Menschen kommen nicht unvorbereitet dahin, sondern haben jetzt 11 Monate Zeit, sich zu entwickeln. Wir werden sie dabei begleiten und umgekehrt, sie werden uns begleiten. Wir entwickeln uns als Firma, ich entwickle mich als Mensch, Stefan Mehrath auch weiter, und das finde ich reizvoll und spannend. Was willst du denn tun, um diese Entwicklung auch bei denen, die dazugehören wollen, bei den Teilnehmern zu unterstützen während der nächsten 11 Monate? Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ja eigene Brain-Trusts, das heißt Zusammenschlüsse von Unternehmern, die sich regelmäßig treffen und an ihrer Entwicklung arbeiten. Und manch einem ist es zu teuer, manch einem ist es zu weit. Es gibt verschiedenste Gründe, da bei uns nicht dabei zu sein. Aber trotzdem halte ich dieses immense Instrument für verdammt wichtig. Dann sind wir einfach hergegangen und haben unser ganzes Know-how transferiert auf unsere Kunden. Das sind jetzt 12 an der Zahl, die dann regional für sich Braintrusts gründen. Und das werden wir weiterführen. Das heißt, wir werden solche Gruppen von Unternehmern, die sich austauschen und eine andere Art des Austauschs miteinander pflegen. Ich meine, es gibt bei IHK-Austausch und so weiter, aber wer will den haben? Ich meine, da geht es irgendwie bestenfalls darum, wie kriege ich den nächsten Auftrag und irgendwelche Business Cards auszutauschen, aber es geht nicht um den Menschen. Und um diesen menschlichen Austausch zu schaffen, werden wir alle, die mitmachen wollen, unterstützen. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden eine Reihe von Challenges, Herausforderungen machen, und bei diesen Challenges wird es Leute geben, die sozusagen was vormachen, zeigen, wie es gehen könnte, und es wird viele geben, die da zuschauen können und sich inspirieren lassen können. Das heißt, wir bringen eine ganze Menge an Dingen rein, auch die Seminare, die wir in diesem Jahr machen. Es gibt im Juli ein Führungsspecial. Ich habe gestern von den Ebenen von Spiral Dynamics gesprochen. Jede Ebene, die hat auch eine unterschiedliche Art von Führung, die mit verbunden ist. Jetzt wird bei dem Führungsspecial der Boris Gruntl sprechen, und in seinem letzten Buch, Die Zeit der Macher ist vorbei, gibt es 3 Hauptkapitel, und die sind witzigerweise überschrieben mit Rot, Grün und Gelb. Und wer jetzt Spiral Dynamics kennt, weiß, was in den Kapiteln drinsteht. Das heißt, es wird sich, was ich gestern angerissen habe, dann runterbrechen, wie führe ich denn auf den unterschiedlichen Ebenen, oder dann im
November, da haben wir dann nochmal ein Unternehmerstar-Seminar, wo es um Persönlichkeit geht. Wie breche ich denn diese unterschiedlichen Ebenen auf die eigene Persönlichkeit runter, wo dann halt auch Leute wie Jochen Schweizer oder von einer völlig anderen Richtung Han Shan eben kommen werden, was, glaube ich, auch nochmal was ganz Großartiges sein wird. Sehr spannend. Worauf freust du dich denn am meisten bei dem Event und in den nächsten 12 Monaten? Am meisten freue ich mich auf den Austausch mit den Menschen, die mich, die uns unterstützen, dieses Event zu verwirklichen und zu einem ganz tollen, grandiosen Ereignis zu machen. Weil in diesem Austausch, außer dass ich natürlich eine Menge lernen werde, dass ich eine Menge geben kann, ich glaube, dieser menschliche Kontakt und das Gefühl, das dabei entsteht, wir machen was Gemeinsames, wir schaffen was Gemeinsames, Großartiges, wir verändern gemeinsam die Welt, das ist einfach ein Hammergefühl. Schön, ich freue mich da auch sehr drauf. Und als Abschlussfrage, ich muss das jetzt schon fragen, obwohl dir das wahrscheinlich nicht gefällt und du sagst, da denke ich jetzt noch nicht drüber nach. Aber was ist das nächste große Ziel? Was machst du, wenn Light the Fire 2014 vorbei ist? Natürlich denke ich darüber nach. Ich meine, hallo, ich bin Unternehmer. ich werde aber noch nicht viel verraten, aber was klar ist, ich sag mal was nicht passieren wird. Ich werde nach keinen Woodstock für Unternehmer 2.0 machen. Das macht gar keinen Sinn, weil ich glaube auch, dass sich es danach nicht mehr steigern lässt. Das allein nur anzudenken in die Richtung, wir machen jetzt das auf eine reduzierte Form, damit man es hinterher steigern kann, ist der falsche Ansatz. Wir geben jetzt alles, wirklich alles, sodass man es nicht mehr steigern kann. Das heißt, es wird kein zweites Event in der Form geben. Das passiert nicht. Es wird anders weitergeführt werden. Wir werden diese Öffentlichkeit, die jetzt entsteht, um dieses Event nach vorne zu bringen, nutzen und dann sehr viel mehr an der Öffentlichkeit machen. Ich denke da an Geschichten wie Fernsehen etc., wo wir dann auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen, nicht nur 3000 Leute. Und dazu ist halt notwendig, vorhin Spirit unter den Unternehmern selbst zu schaffen, um eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen, die mehr als irgendwie jetzt diese 100, 200 Leute, die wir bei den Unternehmertagen haben, umfasst, wenn es 3000 sind. Das ist eine Energie. Und damit kann man dann in die Öffentlichkeit gehen und in der Öffentlichkeit was drehen. Nur, was ich gestern am Schluss meiner Rede gesagt habe, wenn wir es schaffen, aus unseren Schulbüchern diesen Dicken mit dem Geldsack und der Zigarre rauszukriegen und dort Leute wie Titus Dittmann oder Richard Branson abzubilden, dann haben wir ganz viel erreicht. Wenn wir es schaffen, dass Unternehmer in Schulen gehen und dort den Kids irgendwie zeigen, wie es gehen könnte. Ich meine, die Kids, die wollen ja selbst, die haben ja noch viel Leben vor sich, viel mehr Leben als wir. Die wollen in einer besseren Welt leben und denen ist die ökologische Wende natürlich sehr viel wichtiger, wenn die sehen, dass Unternehmersein und ökologische Wende, dass es miteinander zusammenhängen kann, dass wir dafür eine Energie entfalten können, das ist der Hammer. Wunderbar. Toll. Ich hatte mir schon gedacht, dass du einen Plan hast für danach. Ja. Okay, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für das Interview, Nike. Danke.